Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Total War Rome 2 Imperial Edition mit den Römern und mir, dem Björnsen 1. Und ich überlege, ob ich hier meine Entscheidung, die ich in der letzten Runde getroffen habe, zurückziehe. Und ich denke mal, den Spionen lasse ich da oben. Aber diese Militäreinheit hier, weißt du was, die ziehe ich nach Neapolis. So, die ziehe ich nach Neapolis. Die ziehe ich nach Brundisium. Hä? So, ich wollte schon sagen. Und die Einheit hier ziehe ich nach Cosentia. So, damit ich hier unten präsent zeige und einfach da bin. Weil ich die Vermutung habe, dass ich hier unten nicht mehr lange alleine bin. Also ich bin schon alleine, aber ja, dass ich hier in die ein oder andere kriegerische Auseinandersetzung kommen werde. Hier dauert der Militäraffen leider noch. Da hätte es hier einen Trockenlock gebaut? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Militäraffen, 3 Runden noch. Okay. So, können wir eigentlich mittlerweile, warte mal, wo war das nochmal? Hier, genau, Fraktion. Ich will mal kurz schauen, ob wir in der Übersicht, ja, wir können keine Armeen mehr bauen. Wir können Flotten, das müssen wir auch, aber ich bin gar nicht auf Flotten gegangen. What the fuck? Ich habe gar keine Möglichkeit, ich habe nichts Besonderes. So, Stadt, Garnison, Kolonia, zivile Kolonia. Ist auch nicht so viel besser, ne? Also, komm, nehmen wir die zivile Kolonie. Plus 3, also öffentliche Ordnung ist schon gut. Nahrung braucht man. Nehmen wir hier die Getreidegruben. So, und hier würde ich ganz gerne mal was anderes machen. Also öffentliche Ordnung brauchen wir nicht. Wohlstand durch Industriegebäude. Moral bei der Rekrutierung. Wohlstand durch Sklaven. Einer in Rekrutierungskosten. Schrein des Neptun. Plus 1 Nahrung, auch nicht schlecht. Wohlstand, Steuersatz. Ja, Steuersatz hier wieder. Schrein des Jupiter ist irgendwie. Irgendwie ist das so mein. Ich sag mal so mein. Der beste Schrein. Also, das ist mein Schrein. Wenn ich einen Schrein baue, baue ich den Schrein, weil der Schrein der beste Schrein aller Schreine ist. So, hier oben, komm jetzt. 33% wieder. Wie kann ich euch dienlich sein? Ja, du kannst mal damit dienen, dass du es mal endlich meine hier auf die Kette kriegst. Durch meine Hand ist es geschehen. Also, Freunde, brauche ich jetzt nichts zu sagen, oder? Ich glaube, da brauche ich jetzt nichts zu sagen. So, konnte ich hier dann irgendwo, ich meine, ich konnte irgendwo die Steuerprovinz wieder reinmachen. Und bitte, bitte. Ja, 0. Plus, minus 0. Perfekt, perfekt. Ja, aber. Das ist doch jetzt auch durch die, Instabilität geht weg. Kulturelle Unterschiede gehen auch weg. Aber Militärpräsenz ist plus 6. Oh. Soll ich jetzt hier wirklich mit 3 Truppen hier vormarschieren? Weißt du was, ich guck mir das Ganze. Also ihr seid fit, ihr seid auch noch nicht fit. Komm, ich warte noch eine Runde. Ich warte noch eine Runde. So, die ziehe ich auch zurück. So, ich ziehe mal eben alle zurück hier. So, weil, ja gut, die ist wieder, die sieht wieder ganz gut aus, die auch. So, kann ich denn irgendwas Tolles rekrutieren? Ich habe kein Geld. Ja, wir warten noch eine Runde. Haben auch nur noch 14 Nahrung. Ich hätte gern, ich würde gern über 20 bleiben. So, mal kurz in die Diplomatie. Dummonia. Neutral. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren. Sehr schön. Handelsabkommen. Willst du denn noch militärisch? Nun können wir trinken. Einen Nicht-Angriffspakt eventuell. Ich danke euch für. So, Ebdani. Ach, die kenne ich ja noch gar nicht. Die sind uns neutral gesinnt. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten nicht zu mir. Angriffspakt? Die ich mir. Schlag in die Fresse? Militärischer Zugang? Nein, ihr wollt gar nichts. So, ist okay. Kann ich mitleben. Helvetia.
Warum sind die uns eigentlich auf einmal feindlich? Waren die schon immer? Hier haben wir quasi die Schweiz, die keltische Konföderation. So, die Essener. Neutral. Seid gegrüßt, Handel. Mein Freund. Setzt euch. Nein. Eure Waren. Nicht Angriffspakt? Nein. Nein. Militärischer Zugang? Nein, dann. Hat nicht. Karthago. Gut, unfreundlich, das geht noch. Libyen ist uns neutral. Wollen Komm, wir denn einen? Nicht Angriffspakt. Militärischen Zugang? Nein. Militärisches Bündnis? Auch nicht, du bist ja so schwach, du müsstest das doch eigentlich machen. Verstehe ich nicht. Neu-Karthago? Auch unfreundlich, ja gut, unfreundlich. Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit machen. Geht noch. Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen ihre Geschäfte woanders. Militärischer Zugang. Wie sieht's denn mit dem neuen Nicht-Angriffspakt aus? Nee. Dann wärst du auch nicht glaubwürdig. Seleukiden. Ach, guck mal, wo die sind. Da ganz hinten können wir da mit euch handeln. Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. 400 wird das geben. Wahrheit ist eure schärfste. Boah, guck mal, wie stark die sind da. Guck mal, wie stark die sind. Militärisches Bündnis. Gut, du bist einfach noch zu weit weg. Nicht Angriffspakt. Schau mal hier von der Stärke, wie stark die Seleukiden sind. Oh Mann. So, Sparta. Neutral. Positiv neutral. Seid willkommen. Aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Militärischer Zugang. Nein, du willst auch nichts machen. Okay, ja, das hat es jetzt vollgebracht. So, da warten wir eine Runde. Wir haben wieder ordentlich Einnahmen und Helvetia. Ja, nehmt ihr mal ruhig hier die Stadt ein. Macht mal ruhig. Und dann kann ich nämlich anschließend. So, und du gehst jetzt erstmal in die Militärausbildung. Bam. Sehr schön. Ich denke mal, ich muss auch dauerhaft die Truppen hier unten stationiert lassen. In Brundisium und wie auch immer die andere Stadt hieß. Und ich muss, denke ich mal, mit Karthago Krieg führen. Wenn die soeben bezwungen sind. Was macht er jetzt? Wo ist das Ganze? Weltenschlange, Hebammspeere. Weißt du was, das kämpfe ich. Levis. Das kämpfen wir. Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, wo er mich angreift. Schlacht von Flevum. Ach, das ist ganz oben im Norden. Okay. Steinschleuder da drin. Eigentlich nur Fernkampfeinheiten, ein paar Speerkämpfer. Da haben wir eventuell mit unserer Garnison eine Chance. Eventuell. Eventuell. Also müssen wir schauen. So, wie wollen wir das Ganze stationieren, positionieren. So. Okay, hier, von wo werden sie kommen? So, wo werden sie landen? Hier wahrscheinlich. Oder es ist die Frage, wo werden sie landen? Hier? Oder hier? Gut, ob so oder so, ich muss erstmal gucken, dass ich das hier hinkriege. So, die ziehen wir auf jeden Fall mal schnell zurück. So. Dahin und dann bitte mal zügig. Zügig, zügig. So, da macht man schnell. So, wo kommen sie jetzt? Wo kommen sie hin? Oh, er schneit, ey. Schlechte Sicht. Das ist nicht gut. Ich denke mal, die kommen hier über die Seite. Ja. So, geht ihr schon mal hier rüber. Oder kommen sie wirklich über die Seite? Ja, die kommen über die Seite. So, dann werden wir
So, wie wollen wir das angehen? Die werden, pass mal auf, die werden hierher kommen. So, das heißt, hier kann ich... Hastati, was haben die? Lose Formation, was haben wir noch? Speer, Nahkampfmodus. Oh, nee. Schwere Nahkampfinfanterie. Schwere Nahkampfinfanterie. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier angehen soll. So, ich muss mal eben gucken, wo sie landen. So. So, die werden bestimmt hier... Ja, so, und jetzt mal eben Pause. Also, hier kommen sie her. So, was haben wir? Also, einmal würde ich gerne hier die Speerkämpfer in der ersten Linie, aber das reicht nicht. Sehr leichte Geschossinfanterie, schwere Nahkampfinfanterie. Dann nehme ich, Quatsch, so die beiden. So, die ziehen wir mal hier. So, wie können wir die hier stationieren? Warte mal, so. So würde ich die da hinsetzen. So, dann setzen wir dahinter die Velites. Leves, leichte Geschosse, sehr leichte, sehr leichte. Sehr leichte. So, dann setzen wir dahinter die Leves. Das heißt, zwei reichen eigentlich. So, und dann nehmen wir dann den Plänkelmodus raus. So, das. Dann brauche ich eine... Leichte Geschossinfanterie. Die anderen, die kann ich mal hier oben stationieren. Zack. So. Und mit den anderen Einheiten warten wir noch. So, okay. Weiter. So, dann geht mal in Stellung, bitte. So, die werden nämlich nicht so ohne weiteres hier durchkommen. Durch meine Stadt. So, es wird ein heißer Kampf, Freunde, sage ich euch direkt. Das wird ein ganz heißer Kampf. So, leichte Geschossinfanterie. Die stationieren wir mal hier. So, und euch beide stellen wir mal hier hinter. So. Okay. Ja, die kommen von da. Ich hoffe nicht, dass sie sich aufteilen, aber anscheinend tun sie das. Okay. Ach, guck mal, die kommen dann auch hier vorne durch. Die kommen dann auch hier vorne durch. Das heißt, wir müssen... wir müssen... So, hier unten auch was machen. So, die stelle ich mal dahin. Mit doppelter Geschwindigkeit. So, Mob-Einheit. Ja, Mob-Einheit. Ganz toll. Mob-Einheit. Die stellen wir mal hier hin. So, damit sie einfach hier ein bisschen was abfangen können. So. So, die Geschossinfanterie, die lasse ich auch mal hier hinter. Die soll hier auch Schaden nehmen. Und den General, den stellen wir auch mal hier hinter. So, du nimmst auch mal bitte den Plänkelmodus raus. Ihr seid da oben.
sehr leichte Nahkampfinfanterie. Die werde ich auch hier unten brauchen. So. Und die beiden Plänkelmodus raus, die werde ich auch hier brauchen. So. Okay, so, hier geht's schon ab. So, okay, und nehmen sie schön Schaden. Jawohl, alle weg. So, dann können wir jetzt hier oben nachrücken. Und so, mit unseren Roari. So, sehr schön, sehr schön mitgenommen. Ja, schön. Machen gut Schaden. So, ihr seid da hinten auf dem Weg. Vielleicht kriege ich das hier vorne an der Front so zügig hin, dass ich, damit den Truppen eine zurück kann. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, ist nicht schlimm. So, geht immer bitte hier rüber. So, die nächste Einheit platt. Das ist schön, gefällt mir sehr gut. Ja, Freunde. So, hier ziehen wir uns zusammen. Da fallen sie uns den Rücken. Das ist nicht schön. Ja, bleibt spannend. Geht weiter, aber erst in der nächsten Runde. Bis dahin. Euer Björn 1. Hi.